Jetzt aber geht es eben zu der zweiten Gruppe, um die es in dieser Diskussion gehen soll, nämlich Menschen, die aufgrund dessen, dass sie auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind, irgendwie stärker in Angst als in Freiheit leben oder auch nicht. Dazu bitte ich jetzt Johannes Ponada auf die Bühne. Hallo Johannes. Schön, dass du da bist. Gut. Du möchtest heute auf dieser Diskussionsveranstaltung eigentlich mal nicht über dich reden. Deshalb kurz und abschließend zu Beginn die Frage, du und das Arbeitslosengeld II, ihr hattet eine Beziehung, seid aber jetzt getrennt. Vielleicht zeigst du es noch mal ganz kurz auf, was deine Beziehung dazu war oder ist. Und dann geht es zum eigentlichen Thema. Ja, ich hatte eigentlich seit vielen Jahren eine sehr intensive Beziehung. Und zwar nicht unbedingt, weil ich selber darauf immer wieder mal angewiesen war, sondern weil ich von Anfang an Freunde, Bekannte und dann auch immer größere Kreise immer aufs Jobcenter begleitet habe. Und viele Menschen begleitet habe in ihren Erfahrungen, in ihren Kämpfen, in ihren Konflikten mit Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern. Und da Einblick habe in sehr, sehr viele Einzelschicksale und sehr, sehr viele einzelne Prozesse, die da ablaufen, und deswegen glaube ich doch ein relativ breites Bild habe, was da in den Jobcentern so abgeht, und zwar das wirklich in vielen Städten, also ich kann es jetzt nicht zusammenzählen, aber es sind bestimmt also in vielen Bundesländern einige Städte, wo ich schon Jobcenter besucht habe. Manches unterscheidet sich, manches gleicht sich, und vielleicht können wir ein paar Sachen beleuchten. Ja, aus diesem umfassenden Bild herauskristallisiert, was ist dein Hauptkritikpunkt am Arbeitslosengeld II? Der Hauptkritikpunkt ist, dass wir ein Grundrecht in einem grundrechtsrelevanten Bereich realisieren mit einem ganz starken Macht und Machtgefälle. Wir haben durch unser Sanktionssystem im Sozialgesetz einen Bürger oder eine Bürgerin, die wie ein Bittsteller zum Jobcenter-Mitarbeiter geht und die mit dem Arbeitsvermittler eigentlich per Gesetz auf Augenhöhe einen zivilrechtlichen Vertrag aushandeln soll und gleichberechtigt der Repräsentant des Staates und der Bürger oder die Bürgerin sollen zusammen rausfinden, was kann ich tun, damit ich die Staatskasse entlaste und selber wieder Einkommen generiere. Das ist eigentlich der Auftrag, den das Sozialgesetzbuch gibt. Der wird aber in keinster Weise umgesetzt. Die Sozialgesetzbücher werden weder in ihrem Geist noch nach den Buchstaben umgesetzt. Die Praxis in den Jobcentern ist komplett anders, sondern es ist hier einseitig ein Staat, der den Menschen gegenübersteht, der ihnen diktiert, was sie zu tun haben. Oftmals sehr, sehr stark losgelöst von den wirklichen Eignungen und Interessen der Personen. Und das Ganze unter der Bedrohung, wenn du da nicht kooperierst, dann wird dir eben das Geld weggenommen, was du zum Leben brauchst, zum Essen, für die Miete, bis hin eben zur Totalsanktion, dass du überhaupt kein Geld mehr bekommst. Und Menschen, die voll sanktioniert sind, denen also alles Geld weggenommen wird, bis einschließlich der Miete, können, da sieht man diese Perfidität am stärksten, wenn sie dann zum Wohngeldamt gehen, gibt es normalerweise das Recht, um Obdachlosigkeit zu vermeiden, dass ich Mietschulden bezahlt bekomme und die laufenden Mieten bezahlt bekomme. Wenn aber das Wohngeldamt sagt, du hast überhaupt keine Perspektive, mir das jemals zurückzubezahlen, weil du mit dem Jobcenter nicht kooperierst, dann bekommen Menschen selbst das nicht. Das heißt, dann droht ihnen Obdachlosigkeit. Wenn sie aber auch nur einen Zettel unterschreiben, wo sie sagen, okay, ab sofort werde ich mit dem Jobcenter kooperieren und werde alles tun, was sie von mir wollen, schon fließt das Geld wieder. Das heißt, eine Unterschrift und ein Dokument, wo ich Rechte abtrete und eine eigene Entscheidungshoheit über mein Leben abtrete, lässt das Geld wieder fließen. Hier sind Menschen hoch erpressbar und das wird von staatlicher Seite extrem ausgenutzt und das ist ein großes Problem. Okay, also der Hauptkritikpunkt ist dieses Machtgefälle, die Bittsteller sozusagen werden dazu degradiert und fühlen sich unfrei. Woher kommt diese Unfreiheit? Ist es die eigene Scham? Ist es soziale Isolation? Die finanzielle Eingeschränktheit? Oder sind es tatsächlich nur die zahlreichen, oder nur in Anführungszeichen, die zahlreichen Auskunftspflichten und die Gängelei durch das Jobcenter? Ich glaube, es ist zweierlei. Es ist eine sehr hochkomplexe Gesetzeslage. Die Mitarbeiter verstehen die Gesetzeslage oft selber nicht. Die Gesetze werden oft nicht korrekt angewandt. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten, zwei mögliche Strategien, die im Jobcenter zum Erfolg führen. Die eine ist, ich kooperiere
Das heißt, obwohl die Gesetze nicht angewandt werden, versuche ich freundlich zu bleiben. Ich versuche irgendwie meine Rechte rauszufinden. Ich versuche vielleicht mit sanfter Überredung irgendwie hier und da was zu erreichen und komme in so einen Zustand der sozialen Korruption. Also ich fange an, wirklich mich zum Bittsteller zu machen und versuche irgendwie mich zu arrangieren, zurechtzukommen. Und gebe dabei viel von meiner persönlichen Freiheit auf, weil ich eben dabei immer wieder Zugeständnisse machen muss, wo meine Rechte verletzt werden, damit ich eben mein Gegenüber nicht zu sehr unter Druck setze. Oder ich gehe auf einen Widerstand und sage, nein, ich kenne meine Rechte und ich gehe auf Nicht-Kooperation, ich setze Widersprüche, ich gehe vor das Sozialgericht, reiche Klagen ein. Wir wissen ja, dass die Hälfte aller Klagen von ALG-II-Bezieherinnen und Beziehern vor den Sozialgerichten erfolgreich sind. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass es nicht irgendwelche Menschen, die einfach mal irgendwie Stress machen wollen und klagen, sondern davon ist sehr, sehr viel berechtigt von diesen Widersprüchen und Klagen. Trotzdem wird es nicht gelöst. Das heißt, ich habe diese zweite Möglichkeit, ich gehe komplett auf Konfrontation. Das kostet sehr viel Kraft. Und dazwischen gibt es nichts. Es gibt mit ganz wenigen Ausnahmen, Inge Hannemann ist so eine Ausnahme, die tatsächlich das Sozialgesetzbuch so umsetzt, wie es gedacht war, oder zumindest wie man es denken könnte, die kaum bis gar nicht sanktioniert und die tatsächlich versucht, den Menschen kennenzulernen und zu sagen, wie kann ich dir helfen, dass du zufrieden wieder in Arbeit kommst. Erklärst du kurz, wer Inge Hannemann ist? Inge Hannemann ist eine Mitarbeiterin aus einem Jobcenter in Hamburg-Altona, die den Artikel 1 des Grundgesetzes in ihrem Büro hängen, die Würde des Menschen ist unantastbar, dafür wurde sie schon scheel angeguckt. Und die verzichtet weitestgehend darauf zu sanktionieren, hat mit Jugendlichen gearbeitet und hat zum Beispiel ein einfaches Beispiel zu geben, wenn jemand beim Termin nicht erschienen ist, anstatt einfach einen Sanktionsbrief rauszuschicken und zu sagen, so, dann kriegst du das Geld abgezogen, du wirst mir schon antanzen, ein Telefonhörer in die Hand genommen und angerufen. Wo bleibst du eigentlich? Warum bist du nicht gekommen? Magst du nicht kommen? Ich habe keine Lust, dich zu sanktionieren. Also hat im Grunde eine pädagogische Beziehung eingegangen mit den Menschen, um die sie sich kümmern soll. Und das ist ja das, was nötig ist, wenn wir da tatsächlich was erreichen wollen. Wenn tatsächlich ich jemanden unterstützen möchte, der vielleicht eine Arbeitsstelle sucht oder eine Ausbildungsstelle, aber das bisher nicht geschafft hat, dann muss ich ja in pädagogische Beziehungen gehen. Ich habe selber mal in einer Maßnahme gearbeitet als Pädagoge mit jugendlichen Erwerbslosen. Also da brauchen wir Fachkompetenz, da brauchen wir bestausgebildete Menschen. Was wir haben in den Jobcentern sind Mitarbeiter, die zum Teil umgeschult sind, die weder psychologisch noch juristisch dieser Aufgabe gewachsen sind. Und das kann nicht sein, dass in einem so grundrechtsrelevanten Bereich jemand dann den Daumen hebt oder senkt, ob ich jetzt ein ruhiges Leben habe oder ob ich irgendwie viele 100 € monatlich abgezogen bekomme. Das sind Sachen, die müssten wir entweder Richtern überlassen, im Zweifel. Deswegen gibt es so viele Klagen, aber weil das nicht leistbar ist, müssen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, weil da plötzlich diese Entscheidung wegfällt, da kommt Vertrauen statt Kontrolle und das drückt sich aus, indem ich den Menschen erstmal sage, ich weiß, dass du brauchst, ich weiß, wie du dein Leben sinnvoll gestaltest und dieses Vertrauen drücke ich dir auch von staatlicher Seite aus. Zum bedingungslosen Grundeinkommen kommen wir gleich noch. Ich würde gerne noch vor dir wissen, Freiheit statt Angst. Wovor konkret müssen die Menschen Angst haben? Ich glaube, du hast da einige Beispiele zu erzählen, auch was das Thema Überwachung angeht. Ja, ich glaube, die größte Angst ist, dass wir genau wissen, wenn wir staatlichen Institutionen Kompetenzen einräumen und die in Gesetze reinschreiben, dann müssen wir immer wissen, die werden überschritten. Die werden ausgedehnt und es wird sehr viel mehr passieren, als die Gesetze erlauben. Was passiert im Alltag? Das heißt, wenn das Gesetz schon schwierig ist, dann wird die Realität 5-mal schwieriger. Und das bedeutet im Alltag, es werden Menschen zu Hause besucht, ohne Grund, ohne Sachgrund, bloß angeblich, um Dinge rauszufinden, die sich leicht auch schriftlich klären lassen würden. Es werden zum Teil Nachbarn befragt, es werden Sozialdaten erfragt von Leuten, Leuten, die dort nicht wohnen. Es werden intimste Fragen befragt nach den persönlichen Verhältnissen die Antworten werden oft nicht so stehen gelassen. Das heißt, der Staat dringt immer stärker ein in unser Privatleben. Und Menschen, die erpressbar sind, weil es ums Essen geht, um die Krankenversicherung, um die Wohnung, die müssen das zum Teil über sich ergehen lassen, weil eine Sanktion, da, wenn ich der widerspreche, dann hebt es noch nicht mal die Sanktion auf. Bis ich dann einen Gerichtstermin habe, kann es ein Jahr dauern oder länger.
wovon soll ich in der Zeit leben? Und wir müssen ganz konkret Angst haben, dass wir in dem ALG-2-System ein Muster haben für eine Gesellschaft, wie sie wächst, wie sie stärker wächst und wie sie gedacht ist, nicht nur für Menschen, die auf den Staat angewiesen sind, auf Hilfe, sondern für alle Bürger. Wir müssen Angst davor haben, dass diese Art, wie mit Menschen umgegangen wird, ein Masterplan ist dafür, wie sich der Staat eigentlich den Umgang mit allen Bürgern und Bürgerinnen in dem Staat wünscht. Du hast Menschen schon begleitet, um ihnen da ehrenamtlich quasi zu helfen. In welchem Rahmen ist das passiert? Das war vor Jahren eher informell. Inzwischen ist es im Rahmen der Mitläufer. Das ist eine Organisation. Es gab in vielen Städten gab es Beratungsstellen, die Mitläufer vermittelt haben. Und irgendwann entstand die Idee, das über die sozialen Netzwerke zu organisieren, über Facebook, über Twitter. Und da findet man die Mitläufer sehr einfach, kann eine Privatnachricht schicken, egal ob auf Facebook oder Twitter. Und mir ist bisher kein einziger Fall bekannt, wo jemand in irgendeiner Stadt Deutschlands, egal wo, gesagt hat, ich habe da übermorgen einen Termin am Amt oder besser eine Woche vorher, wenn es geht, kann mich bitte jemand begleiten? Dann bekommt man vertraulich jemanden vermittelt, der einen auf das Amt begleiten kann, und das macht sehr viel aus, weil da ist ein Zeuge dann dabei, die Mitarbeiter sind sehr viel wachsamer, sind sehr viel vorsichtiger, die Gesetze, die Rechte werden besser eingehalten. Ich kann jedem empfehlen, der mit welchen Ämtern auch immer zu tun hat, nehmt euch einen Mitläufer mit, das ist ehrenamtlich, es ist kostenlos und es gibt Menschen, die sehr, sehr gerne euch dabei begleiten, egal auf welches Amt es geht, nicht nur aufs Jobcenter. So, und jetzt müssen wir aber institutionell und strukturell ran. Der Lösungsvorschlag, sagtest du, wäre das bedingungslose Grundeinkommen. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Naja, das ist Grundeinkommen, wenn wir schon beim Thema Hartz IV sind, sage ich es mal ganz einfach. Wenn wir, und davon sind wir überzeugt als Piraten, nicht durch Sanktionen Menschen durch Angst erpressen wollen, dann müssen wir sie natürlich anders motivieren, dass sie sich in die Gesellschaft einbringen wollen. Es ist, viele Parteien plakatieren ja, wer arbeitet, soll mehr haben als der, der nicht arbeitet. Und das ist eigentlich ein Konsens in unserer Gesellschaft. Das meinen auch wir Piraten so. Und das Grundeinkommen ist quasi eine Art Steuerfreibetrag, den bekomme ich ausbezahlt und wenn ich arbeite, dann bekomme ich mehr Geld. Wenn ich es jetzt aufs Hartz-IV-System umsetze, dann würde das bedeuten, heute, wenn ich als ALG-II-Empfänger arbeiten gehe, behalte ich von 10 Euro Stundenlohn 1 Euro bis 1,50 Euro. Das ist sehr wenig motivierend. Das heißt, die erste Veränderung, wenn wir die Sanktionen abschaffen, wäre, oder die nächst logisch folgende wäre, die Freibeträge zu erhöhen, dass von dem Zuverdienst mehr im Geldbeutel bleibt. Dann allerdings steigt enorm der Kreis derer, die einen Anspruch drauf haben. Weil natürlich heute schon viele Menschen aufstocken, also viele Menschen schon Vollzeit arbeiten, davon aber nicht leben können. Wenn ich jetzt von dem Zuverdienst noch mehr Freibeträge erlaube, dann erreichen ja viel mehr Menschen das Kriterium, um Anspruch auf diesen Basisbetrag, den wir heute als ALG-II zur Verfügung stellen, zu haben. Das heißt, der Berechtigtenkreis steigt, das kann die Sozialbürokratie nicht mehr leisten. Und dann ist der konsequente nächste Schritt, dann zahlen wir es doch allen einfach aus als Freibetrag, verrechnen das dann am Schluss mit der Steuererklärung, mit der Einkommensteuer im Finanzamt, wo jeder sowieso verrechnet wird, da wird der Steuerfreibetrag dann im Zweifel einfach wieder abgezogen und damit haben wir ein einfaches, faires System, das auf Vertrauen aufbaut, statt auf Kontrolle und sind ganz einfach beim bedingungslosen Grundeinkommen angekommen. Vielen Dank. Dazu gibt es mit Sicherheit einige Fragen, deshalb schaue ich mal ins Publikum, soweit mir das möglich ist. Wobei ihr ja auch noch die Gesprächsrunde hier habt. Wir haben gleich noch die Gesprächsrunde dazu. Möchte jemand Herrn Ponada was Konkretes fragen? Hier. Ja, es geht um auch jemanden, den ich kenne, eine alleinerziehende Mutter, die ins Frauenhaus musste für 3 Monate. Und die ist dann aus dem Frauenhaus wieder zurückgekommen und das Jobcenter hat gesagt, du warst jetzt 3 Monate im Frauenhaus, wir haben die 3 Monate die Miete für deine Wohnung bezahlt, du musst jetzt die Miete wieder abstottern. Ich wollte dich fragen, ist das A, rechtlich, weil du in Ordnung, weil du dich damit ja auskennst? Also ich habe schon mal mit Malte, unserem Justiziar, gesprochen, er meinte, Kündigung der Wohnung ist 3 Monate, Kündigungsfrist, also ist es absurd, das zu fordern. Aber kennst du das, weißt du, ob das rechtlich auch legitim ist, dass das Amt sagt, du musst diese 3 Monate, wo du im Frauenhaus warst, jetzt die Miete selbst zahlen? Weil ich meine, ins Frauenhaus da einen Platz zu kriegen, den kriegt man nicht einfach so, also da steckt schon was dahinter. Ja. Also wir sind uns einig, dass es absolut illegitim ist, das zu fordern.
Ich kann dir die Rechtslage jetzt so aus dem FF auch nicht sagen. Da müsste man nachgucken. Da gibt es auch Leute, die sich in solchen Spezialfällen noch besser auskennen. Das können wir aber gerne noch im Anschluss miteinander besprechen. Das ist so ein typischer Fall, wo jemand in einer Notlage ist und einfach unkomplizierte Unterstützung bräuchte. Wo mit hoher Wahrscheinlichkeit die Rechtslage das nicht hergibt. Wo aber das Jobcenter, da gibt es ganz starker Druck auch von oben, jeder Euro einzusparen, das dann einfach mal versucht. Und wenn man nicht dann der Widerspruch nicht rechtzeitig geschrieben ist, nach 2 bis 4 Wochen ist schon vorbei, wenn die Klage nicht sauber eingereicht ist. Und wer hat den Kopf in so einer Lebenssituation dann Widerspruch und Klage im Kopf zu haben? Schon hat das Jobcenter gewonnen und der Staat hat irgendwie ein bisschen Miete gespart und kann das irgendwann mal wieder zurückfordern. Von wem und wann? Also das meine ich genau mit, da sitzt auf der anderen Seite oft gar nicht jemand, der sich tatsächlich reinversetzt und fragt, was ist hier im Sinne des Gesetzes nötig? Wie kann ich hier den Menschen unterstützen, der gerade in der Notlage ist, sondern lediglich nach betriebswirtschaftlichen Aspekten fragt, kann ich hier vielleicht einen Euro sparen? Und das ist, wird der Lebenssituation nicht gerecht. Eine Ergänzung dazu, ich gehe auch als Mitläufer mit und merke eins, das ist tatsächlich für die Leute Freiheit statt Angst, weil sie mit Angst hingehen und durch Begleitung Freiheit erfahren. Und nur eins, was Johannes nicht gesagt hat, kein Amt, wortwörtlich kein Amt, arbeitet nach dem Gesetz. Jedes Amt arbeitet nach internen Verwaltungsvorschriften. Die muss man überhaupt in die Pfoten kriegen, um zu wissen, was geschieht. Und dann kann man, das muss man aber mit qualifizierter Hilfe machen, sehr wohl dagegen angehen. Es ist bescheuert, dass jemand, der in Not ist, und ich erlebe dann als Mitläufer, dass Menschen, die sehr gebildet sind, die eigentlich, wo man sagt, die müssten es doch können. Nein, sie können es nicht, sie haben Angst, sie brauchen Unterstützung allein dadurch, dass man mitgeht. Und das ist wichtig für alle. Das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem großen Podium jetzt zum Thema. Da kann man nämlich genau das diskutieren, was kann man da gesetzlich machen, was spielen Verwaltungsvorschriften für eine Rolle. Da würde ich gern wieder unsere Piraten aus den Landtagen hier hochbitten. Dir, Johannes, danke ich ganz herzlich. Du wirst auch noch da unten sein. Sehr gern, danke. Und für Fragen zur Verfügung stehen.